Feinschmeckertouren Folge 031. Feinschmeckertouren. Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen. Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind mit dir heute im Weingut Alexander Bauer in Heilbronn-Sontheim. Du lernst in dieser Folge einen jungen Start-up-Winzer und seine Partnerin Julia Brockschmidt kennen. Der Winzer baut im schwäbischen Unterland, Achtung Ausrufezeichen, einen südafrikanisch anmutenden Sauvignon Blanc aus dem Holz aus und einen wirklich außergewöhnlichen Lemberger. Wir werden in dieser Folge beide Weine verkosten. Das sind übrigens alles vegane Weine. Ja, und normalerweise ist ja Besen, Tina, nicht unbedingt so unsere Kategorie. Das wirklich Interessante und Besondere an diesem Weingut und an diesem Besen ist, dass der Besen vom Besen zum Gutsausschank gegangen ist und das Weingut in Transformation sich befindet. Und wie die zwei das planen, wie sie das machen wollen und wie sie schon auf dem Weg sind, das wirst du in dieser Folge hören. Wir haben uns im Stadtfischer kennengelernt vor ein paar Wochen. Das ist ein mediterranes Restaurant an der Heilbronner Gastromeile. Das war eine ganz tolle Sache, Alexander. Du hast als Winzer deine Weine dort empfohlen zu diesen Speisen dort. Und so haben wir eben deinen südafrikanisch anmutenden Sauvignon Blanc verkostet und fanden den richtig gut. Und dann haben wir uns auch verabredet heute zum Interview. Wir freuen uns drauf. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, stellt euch doch einfach kurz persönlich vor und dann steigen wir auch einfach ein. Ja, sehr gern. Also freut mich auch, dass ihr beide da seid. Dass wir über unseren Sauvignon Blanc ins Gespräch gekommen sind, hat wieder bestätigt, dass wir da doch dann was ganz Besonderes machen. Auch fürs Unterland jetzt nicht alltägliches. Ja, ich bin der Alexander. Ich bin Jungwinzer, wie man das so schön nennt. Also ich bin 27, habe die klassische Winzerlehre durchschritten, habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Abitur, war in zwei sehr tollen Betrieben, einmal hier in Heilbronn im Weingut Albrecht Kiesling. Das war ein schönes familiengeführtes Weingut, habe dort sehr viel gelernt, auch wirklich praktisch sehr viele Dinge gelernt und durfte dann nach einem Jahr den Lehrbetrieb wechseln, bin dann ins Weingut Aldinger gegangen, nach Fellbach und habe dort die Liebe für sehr guten Wein entdeckt. Bei den alltäglichen Mittagessen ist immer was Schönes aufgemacht worden und da hat es dann bei mir so richtig Klick gemacht und ich habe Feuer gefangen für den Beruf. Bin danach nach Geisenheim, habe Weinbau studiert und ja, durch das Studium bin ich dann ein bisschen rumgekommen, war in Südafrika, in Frankreich, in den bekannten Anbaugebieten in der Champagne, in Bordeaux, in Burgund und habe mir das alles angeschaut und als krönender Abschluss dann in der Pfalz noch ein Praktikum gemacht, bevor ich dann heimkam. Und ja, seit 2005 bin ich jetzt zu Hause und genau, habe jetzt meine Ideen, setze ich die so langsam immer stetig um. Ja, für dich war das ja jetzt relativ einfach. Du bist ja in der Winzerfamilie aufgewachsen, aber deine Eltern waren ja nicht immer Winzer. Also dein Vater war ja gelernter Elektriker. Wie kam denn dann der überhaupt dazu, ein Weingut zu übernehmen? Ja, es war eine ganz spannende Sache. Bei uns, mein Onkel, also mein Vater, sein jüngerer Bruder, hätte das eigentlich übernehmen sollen, den Betrieb. Es war damals noch ein Gemischtbetrieb, ein Selbstversorgerbetrieb mit Tieren, mit Apfelstreuobstwiesen, mit Äckern, ein paar Weinberge dabei, 0,5 Hektar. Und mein Onkel hätte es übernehmen sollen, hat sich dann aber mit meinem Opa ein bisschen auseinander dividiert und mein Vater ist dann kurz vor der Ernte hat er einen unbezahlten Urlaub genommen, ist nach Hause gekommen, hat dann den Herbst nach Hause gebracht und so hat es dann angefangen. Also aus dem unbezahlten Urlaub ist dann der Betrieb entstanden. Meine Mutter kam dazu, die haben geheiratet, die zwei, haben sich dazu entschieden, früh schon auch eine Besenwirtschaft zu machen, damals noch ganz ursprünglich im eigenen Wohnzimmer. Mhm. Die Wohnzimmermöbel ausgeräumt, für 6 Wochen Besen drin gemacht. Und dann wieder die Wohnzimmermöbel zurückgeräumt. Es gab einen Rotwein, einen Weißwein. Und ja, so hat es ursprünglich angefangen. Seit 1974 sind wir jetzt hier, wo wir sind. Und ja,
mein Vater hat sich da in das Thema Wein, muss man schon sagen, als Quereinsteiger sehr, sehr reingelesen. Er hat sehr viele Bücher gelesen, sehr viel Fachliteratur und hatte einen Kollegen an der Hand, von dem er sehr viel gelernt hat. Das war Richard Trautz von Weingut Trautz Able. Der hat ihm sehr viel gelernt und hat ihm sehr viel geholfen. Mhm. Da sind wir der Familie Trautz immer noch sehr dankbar. Und so hat es angefangen. Und ich habe dann 2015 den Betrieb übernommen, natürlich jetzt mit einer ganz anderen Ausbildung, mit einem ganz anderen Background, auch mit ganz anderen Ideen und einer ganz anderen Auffassung, Weine zu machen. Ja, das merkt man. Das werden wir später auch noch wirklich verkosten können. Julia, du studierst Tourismusmanagement hier in Heilbronn. Wie bist du da drauf gekommen? Genau, also ich studiere Tourismusmanagement und eigentlich war immer Studieren schon mein Wunsch nach dem Abitur. Studieren will ich auf jeden Fall irgendwann mal. Habe dann aber doch die Ausbildung vorgezogen und habe die aber auch schon im touristischen Bereich gemacht bei der TUI. Und danach hat es mich dann doch erst in die große, weite Welt hinausgetragen. Und ich habe dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet für ein Jahr und habe dann danach wirklich dann überlegt, okay, studiere ich jetzt noch ja oder nein? Und habe mich dann auch dafür entschieden und bin dann hier nach Heilbronn gekommen. Also eine ganz andere Ecke. Ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und habe eben dann auch jetzt durch Alexander auch erst so den Wein für mich lieben gelernt. Ja, und da hat sich ja jetzt ein spannendes Pärchen gefunden, weil ihr seid ja jetzt in dieser Transformation, wie Burkhard vorher schon gesagt hat. Und ja, da kannst du ja jetzt mit deiner Abschlussarbeit, an der du gerade arbeitest, sozusagen die Theorie mit der Praxis verbinden. Und was habt ihr jetzt genau vor? Genau, also ich bin jetzt im siebten Semester und schreibe gerade meine Bachelor-Thesis und habe mir dann überlegt, gut, wenn ich die Chance jetzt habe, dann schreibe ich auch direkt über den Betrieb und habe auch zum Glück einen Dozent gefunden, der das mit mir begleitet. Und das Thema ist eben, mein Vertriebskonzept zu entwickeln für eben das Weingut mit Gästezimmern, am Beispiel eben diesen Betriebes. Und das ist dann für uns eigentlich eine gute Chance, also für mich persönlich auch, einfach in den Betrieb hereinzukommen und den Wein noch ein bisschen besser kennenzulernen und auch so für die Zukunft, dass wir dann einfach gut aufgestellt sind mit dem Neubau noch dazu, dass wir dann einfach gut, ja, wir zwei hier in den Betrieb starten können und das umsetzen können, was wir gerne machen und wo wir Freude dran haben. Ja. Das ist schön. Man kann auch sozusagen die ersten Etappen dieser Roadmap, die du oder die ihr gemeinsam da erstellt, ja wirklich sehen. Also du wirst auf der Homepage auch ein paar Bilder sehen können natürlich. Das ist wirklich schon was ganz anderes als der klassische schwäbische Besen, also für alle Nichtschwaben. Das ist einfach eine Schankwirtschaft, wo die Winzer für ein paar Wochen früher ihren Wein verkauft haben und ein paar hausgemachte Gerichte da serviert haben. Wir sind hier in was ganz anderem, da kommen wir aber noch dazu. Vielleicht fangen wir mal mit dem Weinbereich an. Alexander, du schreibst auf deiner Homepage, du hast das 2015 übernommen, das Weingut von deinen Eltern. Wir gehen etwas unkonventionellere Wege. Was heißt denn das genau? Ja, es bedeutet einfach, wir machen ein paar Sachen vielleicht anders, wie wir es ja die letzten 20 Jahre gemacht haben. Ich habe natürlich eine ganz andere Auffassung von Wein. Ich habe viele Weinstile kennengelernt, ich habe viele Weinstile probiert, habe mir meine eigenen Ideen, meine eigenen Gedanken zu Weinstilen gemacht. Und ja, ich denke einfach, wir können lang drum rumreden, wir sollten einfach mal den Sauvignon Blanc probieren, weil das dadurch kamen wir ins Gespräch und dadurch sind wir im Gespräch geblieben. Und das ist einfach auch ein Wein, der diesen unkonventionellen Weg beschreiben soll. Ich schenke einfach mal einen kleinen Schluck ein. Ja, ja, sehr gerne. Ja, für mich war der unkonventionell, weil ich ja die Weine in Südafrika, die Weißen, kennengelernt habe, weil ich in der Hauptsache Weiße trinke gerade. Und da waren mir die wie meistens so, ja, overoaked. Und deswegen fand ich das spannend, jetzt deinen Wein zu probieren. Also ich würde einfach mal sagen, wir riechen gerade mal in den Wein rein. Ich habe gerade jetzt einen Schluck von dem Sauvignon Blanc eingeschenkt, weil es einfach zeigt, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir wollen Weine machen, die hauptsächlich natürlich sehr gut auch zu Speisen kombinierbar sind. Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr ganz die klassische Besenwirtschaft hier darstellen, sondern uns auch speisentechnisch ein bisschen abheben wollen, auch mal was anderes ausprobieren wollen, müssen wir auch immer wieder gucken, welche Weine passen dazu. Mhm. Und beim Sauvignon Blanc fand ich es immer sehr schwierig. Die deutschen Sauvignon Blancs, die man zum Großteil kriegt, sind natürlich sehr, sehr grün, grasig, dominant ausgebaut. Das hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Und ich wollte einfach ein bisschen was anderes machen, habe dann gesagt, okay, wir vergären jetzt den Sauvignon Blanc mal in ganz neuen Barrique-Fässern.
haben den Saft, den wir von den unglaublich tollen Trauben pressen durften, ins Holzfass gelegt, haben Hefe dazugegeben und haben den Wein dann im Holz vergoren. Und als die Gärung fertig war, dachte ich einfach, wir lassen den Wein jetzt liegen und haben ihn 10 Monate im Holz liegen lassen. Und dadurch kriegen wir jetzt auch, wenn wir reinriechen, wirklich schöne Räucheraromatik. Ja, also wir haben schon auch dieses Klassische vom Sauvignon, ja, diese leicht grüne Aromatik, ein bisschen ins Maracuja gehende, weil die Trauben schon sehr reif waren, haben dann aber auch schon wieder ein bisschen dieses Speckige, dieses Räuchrige, genau. Und dieses Bissige. Also der Wein geht da unglaublich gut zu asiatischem Essen, ja. Zu ein bisschen was Schärferem. Ich glaube, die habe ich ihn zu einer Currysoße empfohlen. Ja. Das passt hat auch wunderbar ganz gut. Harmoniert. Ja, 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 und, genau. So soll das einfach sein. Ich würde sagen, wir trinken mal einen Schluck. Genau, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, der hat einen schönen Schmelz. Ja, das kommt durch das lange Hefelager. Das ist, denke ich, auch ein großer Unterschied zu früher und auch vielleicht ein unkonventioneller Weg. Wir belassen unsere Weine sehr, sehr lange auf der vollen Hefe. Die Weine kommen im Prinzip im Herbst ins Fass, fast noch mit der gesamten Hefe und bleiben dann auch mindestens 10 Monate im Fass auf der Hefe, was diesen schönen Schmelz, diesen schönen Körper mit sich bringt. Und der Wein ist sehr kräftig, der ist sehr vollmundig. Er ist nicht unbedingt ein leichter Vertreter von Sauvignon, sondern ein bisschen ein kräftigerer und geht deshalb auch ganz gut einfach zu speisen und zeigt so ein bisschen diesen Weg, den wir gehen möchten. Ja. Also das Wichtige für uns, unglaublich tolle Trauben zu produzieren und daraus später dann kräftige, vollmundige Weine zu machen. Ja, absolut. Das ist ein richtig, ja, richtig kräftiger Vertreter. Also er ist überhaupt nicht overoaked. Ja? Nee, also das hat uns ja gleich so gut gefallen. Man riecht das Holz, man schmeckt es auch, aber es ist wunderbar dezent. Also da passt wirklich Holz und das Aroma der Trauben ganz, ganz toll zusammen. Schmeckt mir ausgesprochen gut. Und gerade aber zu diesem asiatischen Gericht da im Stadtfischer hat das super harmoniert. Das war eine tolle Empfehlung. Ja, also unser Ziel oder unser Denken beim Wein immer ist, dass der Wein vom Holz getragen werden soll. Mhm. Er soll nicht erschlagen werden, das Holz soll nicht im Vordergrund stehen. Wir sagen immer, der Wein soll noch eine Dimension mehr in den Wein bringen. Also wir brauchen eine schöne Frucht, wir brauchen eine Eleganz, wir brauchen einen Körper, wir brauchen die Fülle, eine schöne Säure-Tanninstruktur. Und wenn dann noch eine leichte Dimension mit dem Holz dazu kommt, ganz leicht, dann macht es den Wein einfach nochmal interessanter, macht nochmal viel mehr Spaß beim Trinken. So soll es eigentlich ja sein. Genau. Naturnaher Anbau unserer Reben steht auch auf deiner Homepage. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wir uns die Sahnestückchen aus dem biologischen Weinbau rauspicken. Das heißt, wir machen im Prinzip so wenig wie möglich mit Herbiziden. Das heißt, Unkraut wird bei uns nicht abgespritzt. Wir können es auch mal stehen sehen. Wir arbeiten seit 3 Jahren im Prinzip komplett herbizidfrei. Wir bearbeiten das Unkraut oder den Unterstock mechanisch und verwenden auch, wenn wir unsere Pflanzen spritzen, soweit es geht, natürlich vorkommende Pflanzenschutzmittel. Also ich sage immer, wir nutzen die Vorteile des biologischen Weinbaus. Und wenn wir dann mal eine Feuerwehr brauchen und bevor wir dann gar keinen Ertrag bekommen oder wenig Ertrag, dann möchten wir schon auch auf ein Mittel zurückgreifen können, was wirkt. Aber das ist, in 5 Jahren kommt es einmal vor. Also wir gucken, dass wir draußen die Pflanze im Vordergrund sehen und alles Mögliche dafür tun, dass die Pflanze so gut wie möglich versorgt ist, so gut wie möglich wachsen kann, um dann natürlich später auch die Trauben so gut wie möglich zu versorgen, dass sich die Trauben so gut wie möglich entwickeln können, auch geschmacklich und aromatisch dann das darstellen, was die Rebsorte eigentlich darstellen soll. Und daher dieser naturnahe Anbau, also so wenig wie möglich und einfach mit der Natur arbeiten, mit den Pflanzen arbeiten. Bedeutet das dann auch, wenn du sagst naturnaher Anbau, dass ihr tatsächlich bei der Lese
in den Weinberg geht und die Trauben von Hand erntet, oder macht ihr das wie viele anderen, dass ihr mit dem Vollernter durch die Rebstücke durchfahrt? Nee, also bei uns ist 100% Handarbeit angesagt. Wir ernten gar nichts mit der Maschine. Es wird alles von Hand geerntet, müssen wir auch machen, weil für uns es einfach sehr wichtig ist, dass wir zu 99% gesundes Material in den Keller kriegen. 100% schaffen wir nicht, weil Menschen am Werk sind. Unsere Lesemannschaft ist sehr gut. Die sind schon sehr lange dabei, die geben ihr Bestes. Aber 100% wäre vermessen zu sagen, schaffen wir. Ich sage immer 99% Top-Material. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Deshalb alles von Hand, von der einfachsten Basisqualität bis in die Top-Qualität, wird alles von Hand gelesen. Und das ist natürlich auch nochmal was momentan nicht mehr ganz so verbreitet ist, was wir aber einfach tun, um die Trauben, die nicht 100% gesund sind oder die nicht 100% reif sind, einfach draußen im Weinberg belassen und dann hier natürlich im Keller es viel, viel leichter haben, weil dann kontrolliertes Nichtstun angesagt ist. Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort. Also ich hatte mir als Frage auch noch so aufgeschrieben, wie ist denn da so der Unterschied zu anderen in der Region? Gerade hier sind wir auch sehr stark genossenschaftlich geprägt und ich denke mal, das ist schon genau so ein Unterschied. Exorbitanter Unterschied. Ja. Und du sagst gerade, kontrolliertes Nichtstun. Siehst du so deine Rolle als Winzer dann beim Weinausbau im Keller? Also wenn wir im Keller sind und wenn wir die Trauben, ich sage immer, wenn alle Trauben im Keller sind und wenn alle Säfte gären und wenn die Rotweine auf der Maische gären, dann haben wir Winzers eigentlich schon zu 90% geschafft, weil Qualität einfach immer noch im Weinberg entsteht. Das sagt jeder Winzer und das ist einfach auch so. Wir brauchen die Böden, wir brauchen die Pflanzen und umso älter eine Pflanze ist, umso qualitativ hochwertiger ist einfach der Wein. Und wenn wir draußen im Weinberg sehr viel arbeiten, das heißt, wenn wir eine gezielte Entblätterung machen, wenn wir die Trauben zum richtigen Zeitpunkt halbieren, wenn wir den Ertrag extrem herunterfahren, schrauben wir die Qualität immer ein Stück weiter nach oben. Und was unsere Arbeit dann im Keller ist, ist im Prinzip diese Qualität zu erhalten. Und wenn wir gut gearbeitet haben im Weinberg, müssen wir im Keller im Prinzip nichts mehr machen, außer probieren und gucken, ob es in die richtige Richtung geht. Ich erkläre das immer ganz gern an den Prozentbeispiel. Wenn wir 99% Top-Trauben im Keller kriegen, können wir versuchen, annähernd diese 99% Qualität zu erhalten. Bei jedem Prozess, bei jedem Pumpvorgang, bei der Füllung, bei dem Abstich von der Hefe gehen immer ein paar Prozent verloren. Das heißt also, wir müssen gucken, den Wein so wenig wie möglich mechanisch zu belasten, so wenig wie möglich zu pumpen, um diese Qualität, die wir am Anfang natürlich auf 99, knapp 100% getrieben haben, auch zu erhalten. Das ist unsere Arbeit im Keller. Also wir können nicht aus 70% Traubenqualität 99% Wein machen, weil Hexen können wir nicht. Ja, so ist es. Ja. Aber man kann auch viel versaubeuteln. Man kann sehr viel versaubeuteln, ja. Also man muss Geduld haben und man muss auch die Ruhe haben. Und ich glaube, man muss auch das Wissen haben, einfach dann mal zu sagen, nee, ich lass den Wein jetzt noch 3 Monate auf der Hefe liegen. Da wird schon nichts passieren. Man muss auch mal ein bisschen was durchhalten können, auch wenn der Jungwein ein bisschen komisch riecht. Wenn man dem ein halbes Jahr mehr gibt und er oxidiert ein bisschen im Holzfass, dann kann da auch was Wunderbares draus entstehen. Naja, auf was Gutes wartet man ja dann auch gerne mal ein bisschen länger. Sowohl du als Winzer, als auch wir als Verbraucher, als Weintrinker und Genießer. Ja, du hast ja vorher auch schon gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass ihr wenig mit Chemie im Weinberg arbeitet, also mit Spritzmitteln. Wie ist es denn bei euch mit euren Weinen? Im Moment steht ja Bio und Vegan hoch im Kurs. Es ist alles zu seiner Zeit. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, dass man das auch draufschreibt. Auch wenn man biozertifizierter Betrieb ist, dann hat man auch alle Berechtigung, das draufzuschreiben, weil das ist in Deutschland nicht ohne. Was bei uns hier in Deutschland Bio ist, muss in der Europäischen Union nicht zwangsläufig auch Bio sein. Also wir haben hier in Deutschland nochmal
strengere und härtere Richtlinien. Deshalb muss man da immer genau hinschauen. Wir werben jetzt im Prinzip gar nicht damit. Mhm. Wir schreiben es nicht auf die Flasche, wir schreiben auch nicht drauf, dass unsere Weine vegan sind, obwohl sie sind. Mhm. Ich setze das einfach voraus. Bei uns ist ein Wein einfach vegan. Wenn wir jemanden haben, der vegan lebt und der fragt uns, dann kann er alle unsere Weine verkosten und alle unsere Weine probieren, weil sie vegan sind. Mhm. Diesem Bio-Trend springen wir jetzt nicht hinterher. Mhm. Wir leben das einfach so, wie es für uns am praktikabelsten und am sinnvollsten ist. Und nicht alles, was Bio ist, ist gleich auch besser. Das muss man wissen. Und deshalb schauen wir, dass wir zum Beispiel komplett auf Kupfer verzichten. Mhm. Wir spritzen kein Kupfer im Weinberg. Mhm. Sehr schön. Wo man im Bio-Weinbau einfach sehr, sehr viel Probleme damit hätte, weil die Bio-Winzer momentan eigentlich nur auf Kupfer zurückgreifen können in Deutschland. Ja, das ist meiner Meinung nach ein kleines Problem und deshalb verzichten wir im Prinzip, uns zertifizieren zu lassen. Gut, aber du hast ja vorhin gesagt, dass ihr im Prinzip ja zu 95% oder vielleicht sogar mehr ohnehin im Prinzip natürlich arbeitet. Ne? Ja. Das ist nur sozusagen, wenn die Feuerwehr genau mal angerufen werden muss. Ja, einmal in 5 Jahren, wenn es hochkommt. Ja. Wenn man dann feuchte Jahre hat. Ja. Genau. Die Transformationsphase, das ist ja auch das Spannende. Was ist da euer Ziel? Wie wollt ihr es erreichen? Wo steht ihr und wo wollt ihr hin? Die Transformationsphase ist, glaube ich, sehr spannend. Zum einen auch für die Julia, die ja im Prinzip gar nicht aus der Branche kommt, die sich jetzt hier in den Betrieb auch mal einfinden muss, hat sie sich schon sehr gut, aber sie muss auch so ein bisschen unseren Betrieb kennenlernen und ihre Ideen unterbringen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, sehr gut für uns, weil auch Ideen von außerhalb kommen. Mhm. Wir Winzer ja eigentlich manchmal auch dazu neigen, ein bisschen betriebsblind zu werden. Wenn man nur auf seinen Betrieb schaut und da ist es dann immer ganz gut, wenn mal eine Idee von außen kommt. Und diese Transformation, die wir jetzt gerade durchleben, ist einfach ganz spannend. Wir sehen es am Weinmarkt. Die Leute trinken nicht mehr ganz so viel Wein wie früher. Man trinkt bewusster. Das heißt, ein Glas Wein am Abend oder 2 Gläser lang. Und dafür muss es aber qualitativ sehr, sehr gut sein, sehr hochwertig sein. Es muss zum Essen sehr gut passen. Und das ist im Prinzip auch ja, das, was wir den Leuten anbieten wollen. Wir wollen das Ganze mit einem Erlebnis verknüpfen. Ja, also man soll im Prinzip bei uns hier aufs Weingut kommen und soll von uns Winzern erklärt kriegen, warum schmeckt jetzt der Wein so? Warum schmeckt jetzt der Sauvignon Blanc plötzlich nach Holz? Weil wir da einfach dahinter stehen und wenn wir dann erklären können, der geht aber gut zu asiatischem Essen, dann ergibt sich dahinter ein Sinn. Und ja, mit unseren Gästezimmern sollen die Leute einfach auch die Möglichkeit haben, hier bei uns zu schlafen. Mhm. Schlafen auf dem Weingut ist bei uns in Zukunft auch ein größeres Thema. Und mit unserer Gastronomie, denke ich, ist das ein ganz rundes Paket. Und diese Transformation, die durchleben wir gerade auch weintechnisch. Ja, also unsere Weine werden anders werden. Die entwickeln sich in eine andere Richtung. Es ist aber natürlich der Zeitgeist, der so ein bisschen unsere Weine jetzt auch ja sich verändern lässt. Ja, dass sie dann auch einem jüngeren Publikum schmecken oder? Ja, wir hoffen, dass wir so querbeet alles abdecken. Also das ist natürlich immer sehr schwer, alles abzudecken. Es wäre vielleicht mitunter leichter, wenn man sich spezialisiert und sagt, wir machen nur noch eine Rebsorte. Aber dadurch, dass wir eine eigene Gastronomie haben, müssen wir im Prinzip fast alles bieten. Also wir müssen den kräftigen, schweren Rotwein zum Hauptgang bieten, als auch den leichten Gewürztraminer Feinherb zum Dessert oder den Sauvignon zu was Asiatischem. Und was die Weine angeht, also klar, der klassische Besen, das ist eher so der Viertele aus dem Henkelglas, aus der Lederflasche eingegossen. Ihr geht ja nun in einen ganz anderen, in eine ganz andere Richtung, in die Top-Weine rein, in wirklich qualitativ hochwertige. Wir haben ja den Rest vom Sauvignon Blanc hier noch im Glas stehen. Das ist für einen, ich sag mal, ehemaligen Besen wirklich ein ganz anderes Niveau. Das wirkt sich bei den Weinen dann so aus und das wirkt sich aber auch bei dem Gutsausschank, wie ihr das jetzt nennt, aus. Wie ist denn da so dieser Weg von dem einen? Ja, also, ich meine, ihr habt ja mit Sicherheit viele
ältere Kunden auch, die schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich immer kommen und die natürlich gewohnt sind, von vor 20, 30 Jahren eben den Viertler aus dem Henkelglas. Und heute präsentiert ihr ja auch, wir haben ja vorhin noch einen kurzen Trollinger verkostet, der mich absolut überrascht hat, weil er einfach ja Tannine hatte, kräftige, auch eine Holznote hatte, eine sehr dezente, schön bärig, alles auch eingebunden, wirklich rund, aber überhaupt nicht typisch Trollinger. Wie reagieren eure älteren Kunden auf die neuere Art von Weinen? Und auch auf die neueren Gerichte. Ja, das ist auch immer so ein ganz spannendes Thema. Also wir haben Stand jetzt noch natürlich die Klassiker auf der Karte. Bei uns gibt's noch die klassische Schlachtplatte, das Sauerkraut mit Salzfleisch. Und dazu gibt's auch den klassischen Trollinger mit Lemberger. Die wird's auch die nächsten Jahre noch geben, weil wir auch eine sehr große Stammkundschaft haben, die wir auch natürlich behalten möchten, ganz klar, die für uns auch sehr, sehr wichtig sind. Wir möchten aber trotzdem auch neue Sachen ausprobieren. Wir möchten Akzente setzen. Wir haben jetzt seit 3 Monaten führen wir immer ein Gericht des Monats ein. Das waren jetzt die letzten 2 Monate, war es ein Zanderfilet mit Zitronenlinsen, ein Rehragout mit klassischem Rotkraut und Klößen. Also wir wollen schon typisch deutsch und typisch schwäbisch kochen. Das Ganze aber ein bisschen moderner, nicht mehr unbedingt klassisch in die Besenrichtung. Und dazu sollen einfach auch unsere Weine passen. Die modernen, ausgebauten Weine gehen dazu sehr gut. Und es ist spannend, viele Stammkunden, auch ich sage jetzt mal ältere Stammkunden, sind da wirklich mutig und probieren das und sagen, ach, jetzt hat er Rehragout auf der Karte, das probiere ich jetzt mal. Und gönnen sich das dann, obwohl es natürlich für die dann schon ein Sprung ist von einem Hauptgericht für 9 Euro zu einem Hauptgericht für 17 Euro, das ist dann schon ein Sprung. Das machen viele dann aber auch mit und probieren das und geben dem Ganzen eine Chance. Und die Leute wollen das hier einfach. Also man merkt so ein bisschen, die klassische Gastronomie geht immer mehr zurück. Es gibt nicht mehr das gute klassische Wirtshaus im Ort. Und in die Rolle wollen wir uns jetzt nicht reindrängen, aber wir gehen da ganz gern rein. Also wir wollen klassische deutsche Küche, gut gekochtes Essen und dazu ein passendes Glas Wein. Und das ist das, was wir wollen, einfach diesen Genuss den Leuten bieten. Und apropos Sprung, ich habe ja da vorher bei euch auf dem Tisch oben so eine Ankündigung liegen sehen, da steht drauf Weintafel Bauer, ein Tisch, 14 Stühle, ein Winzer, ein Koch, 4 Gänge, 4 Weine und 8 Donnerstage. Ist das so ein Sprung? Was macht ihr da? Das ist was ganz Neues für euch. Ist das eine Idee von dir gewesen, Julia? Nee, auch von Alex. Aber ich finde die Idee auch wunderbar, denn ich glaube auch, dass wir schon uns so ein bisschen von den Besen verabschieden. Aber ich glaube auch, dass gerade aus unseren Gästen immer mehr dieses Persönliche und dieses Heimische und ja auch so ein bisschen Private suchen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir zum Beispiel im Besen auch bei diesen Sitzplätzen alle an einem Tisch und man kommt miteinander ins Gespräch, dass das, glaube ich, noch was ist, wo die Leute immer mehr Wert drauf legen und dass wir solche Traditionen auch beibehalten, uns aber eben vom Kulinarischen und so schon ein Stück weiterentwickelt haben. Und da ist eben auch die Weintafel wieder ein Punkt, der so kulinarisch in eine andere Richtung geht. Mhm. Und da Alex ja auch so als zweite Leidenschaft das Kochen hat und sich da immer wieder gerne austobt, haben wir uns jetzt eben dieses Konzept überlegt, wo Alex ja eben auch in die Richtung ein bisschen gehen kann mit einem anderen Koch zusammen. Und da werden dann eben nochmal andere Gerichte ausprobiert und ja den Gästen eben schönen Abend geboten hier im Weinausschank direkt. Ja, das ist für mich also schon ganz lange eine Idee, die ich im Kopf hatte. Ich wollte einfach viele Leute an einen gemeinsamen Tisch bringen, weil da entstehen meistens die besten Gespräche, wenn ganz viele unterschiedliche Leute an einen Tisch kommen, wenn es dazu was Gutes zu essen gibt und ein paar schöne Weine. Hab da jetzt letztes Jahr einen Koch kennengelernt, den Peter von Ribbeck, der dazu ein wunderschönes Menü zaubern wird an diesen 8 Donnerstagen. Dazu gibt's passende Weine. Nicht immer unbedingt von uns aus dem Weingut. Wir sind da offen. Wenn's passt, hole ich auch mal einen Wein von dem Kollegen dazu oder mal von befreundeten Winzern. Also ich bin da wirklich völlig frei. Wir möchten uns da auch nicht irgendwie eingrenzen, sondern wir möchten den Leuten einfach einen wunderschönen Abend bieten mit einer guten Unterhaltung, einem super tollen Essen, einem passenden Wein dazu. Und
dass sie es einfach nicht vergessen und ja, ein schönes Erlebnis bei uns hier im Weingut haben. Das wird bestimmt eine total tolle Sache. Wir haben sowas erlebt, als wir letztes Jahr, nur dieses Jahr, im Januar in Südafrika waren, am Silvesterabend waren wir auf dem Weingut Boschendal. Und die haben das da auch so gemacht. Die haben da, was haben die gegrillt am offenen Feuer? Ochs am Spieß. Ochs am Spieß. Klassischer Brei. Und da sind die Leute auch bunt gemischt an lange Tische gesetzt worden. Und da ist man mit ganz unterschiedlichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammengekommen. Und das Interessante war, dass direkt neben uns ein Pärchen war, wo sich nachher herausgestellt hat, dass die Frau in Neckargartach Lehrerin ist. Ja. Also ganz das um die Ecke. Zufälle, ja, also ich finde es total toll, was ihr da vorhabt. Ja, so, ja, neue Menschen kennenlernen, ins Gespräch kommen, mal wieder, ja, sich persönlich begegnen, das finde ich einfach richtig, richtig also schön. Richtig analog, so richtig echtes Leben, toll. Ja, vielleicht führen wir sogar noch ein Handyverbot an den Abend. Ja, klar. Vielleicht höchstens zum Fotografieren. Ja, genau. Ja, das können wir dann, da lässt sich drüber reden. Genau. Ja, aber ihr habt ja noch mehr solche Angebote, die ihr da machen wollt. Ihr habt uns da vorher diesen Veranstaltungskalender 2018 gezeigt. Da sind ja schon ganz viele Termine drin und unter anderem ist da, wenn ich es noch recht weiß, so eine Planwagenfahrt dabei. Was macht ihr denn da? Ja genau, das sind unsere, ich sage immer, das ist unser Weinerlebnis. Ja, also es ist ja heute, entweder verkauft man seine Weine irgendwo in Edeka oder in einem Einzelhandel und da steht man dann mit den Flaschen neben ganz vielen anderen und dann überzeugt man einfach mit dem Etikett. Oder was unser Weg ist, wir wollen einfach über das Erlebnis ein bisschen überzeugen. Wir wollen den Leuten ein schönes Erlebnis um den Wein drumherum bieten und haben da jetzt seit ein paar Jahren diese Weinerlebnisse bei uns hier. Das ist ein ganz tolles Programm. Man kommt hier im Weingut an, bekommt ein Aperitif. Dann fahren wir die 3 Kilometer, die wir überbrücken müssen, zu den Weinbergen mit einem Planwagen, steigen dann an verschiedenen Stationen aus. Wir erzählen einfach über unsere Arbeit. Also wir erzählen, warum wir jetzt ausgerechnet das tun, was wir tun im Weinberg, was unser Ziel dahinter ist, was die Arbeit einfach sinnvoll macht. Und wir probieren dann einfach auch, wenn wir jetzt an einem Weißburgunder zum Beispiel stehen, probieren wir die Weißburgunder-Traube, also vorausgesetzt, die Trauben sind schon reif, und probieren dann einfach direkt daneben parallel den Wein dazu. Und das ist einfach was Schönes, wenn man dann so das gegenüberstellen kann und merkt, okay, die Traube schmeckt so, der Wein schmeckt so. Ja, wenn man neben dem Weinberg steht, wo jetzt die Weißburgunder wachsen und probiert dann die Trauben und danach den Wein, das ist natürlich ein schönes Erlebnis für die Leute. Und wir erzählen da einfach aus dem Nähkästchen und erzählen von unseren Problemen, von unseren Sorgen, die wir haben und von unseren Freuden und von unseren schönen Tagen, die wir haben. Man guckt ein bisschen übers Heilbronner Land, man kann Stromberg-Heuchelberg sehen, gesamte Unterland, sogar wenn es gut läuft, den Katzenbuckel im Odelwald. Also eine weite Sicht. Und danach fährt man wieder heim ins Weingut. Hier gibt's dann ein Vesper-Buffet, und da gibt's noch 3 Rotweine dazu und eine Kellerführung. Und ja, ich glaube, danach hat man so ein komplett Rundumpaket, wie Weine produziert werden und was den Winzer beschäftigt und was hinter dem Produkt überhaupt steht, was hinter dem Wein steht. Und kriegt dann einfach ein Gefühl dafür, warum kostet jetzt die Flasche Lemberger bei uns 8 Euro und nicht. Apropos Kellerführung. Hier steht noch ein schönes Fläschchen Lemberger trocken auf dem Tisch. Den wollten wir auch noch probieren. Ja, ich habe so die leichte Ahnung, als wäre das die antizipierte Antwort auf unsere klassische Frage, die wir jedem Winzer stellen. Wenn es nur eine Rebsorte geben würde, welches wäre denn dann deine? Muss ich ganz klar sagen, den Lemberger. Okay. Es ist einfach unsere Lieblingssorte mit Abstand. Wir trinken sie sehr gern und ich finde sie auch unglaublich spannend. Ich finde es sehr schade, dass wir in Württemberg es noch nicht ganz geschafft haben, dass man uns für unsere Lemberger beachtet, sondern eher für unseren Trollinger ein bisschen belächelt. Aber wir schaffen da dran. Wir tun unser Bestes, dass man mit Württemberg dann irgendwann auch mal Lemberger assoziiert.
Und deshalb ganz klar Lemberger, da legen wir sehr viel Wert drauf. Natürlich legen wir auf alle unsere Weine sehr viel Wert, aber beim Lemberger, da geben wir nochmal ein bisschen mehr Gas. Naja, also dass ihr gut Gas gegeben habt, das sieht man ja hier auf eurem Tresen. Da steht ja der Falstaff Weinguide und was ist das andere Buch? Gourmillon. Gourmillon, das seid ihr jetzt auch ganz neu aufgenommen. Also ihr scheint ja mit dem Lemberger auf dem richtigen Weg zu sein. Ich denke doch, ja. Also letztes Jahr wurden wir schon vom Gerhard Eichelmann aufgenommen in den Eichelmann Weinführer direkt mit 2 Sternen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und dieses Jahr kam der Gourmillon und der Falstaff dazu mit schönen Bewertungen für unsere Weine, die uns natürlich sehr gefreut haben, aber auch unglaublich motiviert haben, da noch weiter dran zu arbeiten, auch an der Qualität noch weiter zu schrauben. Wir haben natürlich unglaublich viele Ideen und für uns Winzer ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das Ganze auch umzusetzen. Also das Wichtigste bei einem guten Wein ist einfach viel Zeit. Aber wir Winzer haben eigentlich gar nicht so viel Zeit. Wenn man sich überlegt, wir steigen vielleicht mit 25 ins Weingut ein und gehen mit 65 in Rente, dann haben wir 40 Mal die Chance, einen guten Wein zu machen. Mhm. Das ist nicht unglaublich viel. Und diese Ideen, die wir alle haben, muss man auch irgendwo unterbringen. Mhm. Und wenn man dann mal was gemacht hat, was nicht so gut war, dann ist gleich mal ein Jahr weg. Und wenn man was gemacht hat, was gut war, dann muss man das erst in den nächsten Jahren wieder wiederholen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir arbeiten und leben von der Natur und mit der Natur. Diesen Faktor auszublenden, das schaffen wir nicht. Das heißt, wir müssen jedes Jahr aufs Neue schauen, ob wir das so wieder hinkriegen. Und deshalb sind wir da ja einfach sehr motiviert und wollen das Bestmögliche rausholen. Aber wir wissen natürlich auch, dass ganz, ganz viel Luft noch nach oben ist. Und deshalb strengen wir uns da an. Ich würde sagen, wir probieren den Lemberger am besten. Ja, gerne. Genau, also so Luft nach oben. Ja. Ich denke, die Flasche könnte das durchaus vertragen. Da mache ich mal die Luft nach oben raus. Ja, ich bin schon echt gespannt. Ja, Alexander, während du mir jetzt den Lemberger da ins Glas beförderst, nutze ich die Gelegenheit, um dir einfach nochmal auch einen weiteren Tipp zu geben. Es gibt hier einen blauen Zweigelt. Ich habe den vorhin auch probieren können und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Naja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, weil ich hätte mir denken können, dass da schon was Gutes ins Glas kommt nach den anderen Weinen, die ich kannte. Aber also das war so die südsteirische Ausbauart aller Winkler Hermaden, ja, also das war wirklich eine richtig kräftige Sache, ein sehr schöner Wein, hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt sind wir beim Lemberger, dein Flagship, würden die Südafrikaner sagen, ne? So würden sie Südafrikaner betiteln, ja, bei uns ist das, ja, ich sage jetzt mal, sollte unser Aushängeschild irgendwann mal werden. Legen wir sehr viel Energie, sehr viel Gedanken rein auch und sehr viel Ideen. 2015er Jahrgang probieren wir jetzt. Ist sehr frisch noch auf der Flasche. Den haben wir Anfang September gefüllt. Wir haben jetzt ja 2 Monate Flaschenlagerung, wenn es hochkommt. Mhm. Super schöne Farbe, ganz dicht, tief. Ja, und macht auch wunderschöne, ja, Kirchenfenster im Glas, wenn man so ein bisschen schwenkt, um das Aroma schon mal vorne weg zu riechen, was ja wirklich schon sehr dicht ist. Klar, Holz, aber nicht überbordend. Ja, genau, dezentes Holz. Also nicht zu arg, das ist uns sehr wichtig, auch wie beim Sauvignon. Der Wein soll getragen werden vom Holz. Wir haben eine schöne, kräftige, konzentrierte Aromatik in der Nase, schöne Beerenfrucht, bisschen ledrig, einen ganz leichten Akzent vom Holz noch dabei. Und wenn man dann zum ersten Mal trinkt, merkt man, dass der Wein noch recht jung ist. Also wir haben schon noch wirklich sehr viele junge Tannine, schon eine knackige Säure auch. Also den Wein kann man durchaus jetzt schon ganz gut trinken. Macht schon Spaß. Ja, absolut. Wenn man das Ganze aber noch ein bisschen liegen lässt, 2-3 Jahre, denke ich, macht es noch viel mehr Spaß. Das ist auch das, was ich sage, was einen großen Wein eigentlich ausmacht. Wenn man ihn jung trinken kann, wenn man ihn aber auch noch gut 10 oder 20 Jahre liegen lassen kann. Zu was würdest du jetzt diesen Lemberger empfehlen? Zu welchem Essen? Also ich bin ja eigentlich mittlerweile so, dass ich sage, das, was schmeckt, das soll man trinken. Mhm. Ich
empfehle ganz gerne Sachen, aber dass man jetzt sagt, zum Fisch muss man unbedingt einen Weißwein trinken, da bin ich gar nicht mehr so. Also man soll das trinken, was einem schmeckt. Ich würde jetzt den Lemberger ganz klassisch zu einer schwäbischen Zwiebelrostbraten trinken. Mhm. Oder jetzt, weil Weihnachten vor der Tür steht, zu der Weihnachtsgans. Ja. Mhm. Oder die Rinderschmorbäckchen. Ja. Oder unsere Rinderschmorbacken, genau. Ich hatte jetzt auch so einen roten Braten vor Augen zu dem Wein. Ja. Ja, aber die Bäckchen, ja, das glaube ich auch. Das würde schön. Die Schmorbäckchen mit der schönen dunklen Soße, ja, und die Spätzle dazu. Genau. Ja, ein paar handgeschabte Spätzle dabei. Kann sich gut vorstellen, ja. Kriegt man gleich wieder Hunger. Das stimmt. Ja, super. Wie sind deine Produkte erhältlich? Wie sind die Weine erhältlich? Außer hier jetzt im Weingut. Wo verkauft ihr noch? Hast du eine Restaurantempfehlung? Jetzt außer natürlich eure eigene Küche hier im Haus, aber ein anderes Restaurant, was deine Weine hat? Dadurch, dass wir jetzt noch momentan sehr am Anfang stehen, ist das noch ein bisschen rar gesät, muss ich sagen. Wir haben die Winery hier in Heilbronn, die unsere Weine vertritt. Überregional wird es dann schon ein bisschen schwerer. Am besten, man schreibt uns direkt per E-Mail an oder ruft uns einfach ganz gern auch an, jederzeit. Restaurant-Tipps, natürlich hier in Heilbronner Land ganz viele schwäbische Küche. Ich sage immer ein bisschen so das Regionale unterstützen. Aber mein Restaurant-Tipp ist eigentlich die Adlerwirtschaft in Hattenheim im Rheingau. Ich habe im Rheingau studiert und wir waren sehr oft dort in der Adlerwirtschaft. Dort gibt's auch unseren Lemberger zum Probieren. Und das Konzept von dem Restaurant finde ich auch sehr interessant. Auch kommt uns auch ein bisschen entgegen, weil die einfach auch darauf achten, was sie einkaufen. Sie züchten ihre eigenen Charolais-Rinder, ihre eigenen Buntländerschweine und achten einfach da ein bisschen drauf, was man verkauft. Und das finde ich einfach auch sehr wichtig, also drauf zu achten. Und dann einfach auch mal, wenn es drauf ankommt, ja gut, dann zahlt man halt einfach mal 3 Euro mehr für einen Hauptgang. Und dafür ist das Fleisch sinnvoll aufgezogen. Und ja, das finde ich sehr wichtig. Ja, das heißt, ihr versendet auch eure Produkte direkt hier ab eurem Weingut. Das heißt, wir werden dir natürlich, wie gewohnt, in unsere Shownotes die Website und die Ansprechdaten einstellen und natürlich auch noch ein paar schöne Fotos auf die Homepage stellen, damit du dir das angucken kannst und dass du hier direkt im Weingut auch, wenn du Lust hast, einfach die Produkte bestellen kannst. Und ja, ich habe jetzt gerade nochmal so einen Schluck von diesem Lemberger genommen, so ein Lemberger, ganz klassische schwäbische, schwere Rotwein, der in der Vergangenheit ja nicht immer so schwer war, jedenfalls nicht für unsere Begriffe. Und ich muss sagen, also für mich, und das meine ich ehrlich positiv, für mich mutet der sehr mediterran an, Tina. Also da denke ich schon auch an Südfrankreich, als Rhodetal, an unsere Chica und das und sonstigen. Genau, das stimmt, das geht mir genauso. Ja, ja, das ja, ist ja eine wirkliche Offenbarung, ja. Ja. Ja, das hört man als Winzer ganz gern, glaube ich. Also, das würde ich sagen, ist ein Kompliment für unseren Wein, ja. Also, freut uns, ja. So was gemeint. Ja, und ich sehe ja jetzt hier die ganze Zeit diesen wunderbaren dunkelroten Lemberger im Glas und denke schon die ganze Zeit, ach je, jetzt noch daheim sitzen in einem schönen alten Lehnsessel mit dem Glas Rotwein dabei und ein schönes Buch. Das wär's dann jetzt. Das werde ich dann aufs Wochenende verschieben. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr überhaupt Zeit zum Lesen, zum was anderes machen, abseits eures Winzer-Daseins? Und was ist denn so das letzte Buch gewesen, das du gelesen hast? Also wir lesen natürlich, weil wir unsere Qualität ja auch extrem voranbringen wollen, da einfach alles Mögliche ausreizen. Lesen wir zum einen schon sehr viel Fachliteratur auch und schauen da mal in den Weinführer rein und gucken mal im Gomio, was muss man probieren und gucken mal im Falstaff, welche Weine sind denn interessant zum Probieren. Aber das sind natürlich keine Bücher, die wir zur Entspannung lesen. Mein letztes Buch, das ich gelesen habe, kam von Paul Grote. Da sind mir eigentlich zwei Bücher in Erinnerung geblieben, die ich wirklich sehr gern gelesen habe. Das war einmal Zum Abschied ein Riesling. Und zwar ist es einfach ein Weinkrimi, der im Rheingau spielt, wo ich studiert habe. Und man ertappt sich einfach so oft und denkt, wow, ja, da war ich. Und man ist wirklich
reingezogen worden in das Buch, wenn man sich im Rheingau ein bisschen auskennt und diesen Krimi dann liest, man versetzt sich wirklich da total rein. Und das zweite Buch auch von Paul Grote, Sein letzter Burgunder, spielt in Baden. Und da habe ich auch einfach ein paar Berührungspunkte, weil mein damaliger Mitbewohner, sein Vater, auch in dem Buch vorkommt. Ja, das sind einfach so Reibepunkte, die lassen einen dann beim Buchlesen nicht ganz los und ziehen einen dann da so rein, dass man sich wirklich reinversetzen kann, wie wenn man selber dabei gewesen ist. Und das ist natürlich auch sehr spannend dann. Und da brauchen wir dann ab und zu auch mal ein Gläschen Rotwein, dass das Herz nicht ganz so schnell pocht. Ein bisschen langsam. Ja. Ja, das kannst ja du, Burkhard, bestimmt ganz gut nachempfinden, weil du liest ja auch ganz gern solche kulinarischen Krimis. Ja, das ist natürlich wahr. Und bei dir, Julia, ist wahrscheinlich momentan eher noch absolut die Fachliteratur im Vordergrund und wenig anderes, oder? Stimmt, genau. Also ich bringe auch immer meistens von der Hochschule die Zeitschrift Allgemeine Hotel- und Gastronomiezeitung mit, wo sich der Franz auch immer tierisch drüber freut. Jeden Montag, glaube ich, wenn sie wieder rauskommt, bringe ich sie meistens mit. Und das ist immer schon Franz' Sofa-Lieblingszeitung, weil man da einfach viele Ideen sammeln kann oder einfach viel mitbekommt, was so in der Hotel- und Gastronomie oder in diesem Leben abläuft. Und auch oft kleinere Betriebe beleuchtet werden, wo man einfach so ein bisschen, ja, gucken kann, was machen andere, was kommt auf uns zu. Genau, das ist einfach so gerade meine Literatur. Genau. Ja, schön. Ich denke, dann wären wir eigentlich an dem Punkt, wo wir sozusagen unseren Schnelldurchlauf machen. Genau. Ja, starten wir doch einfach mal. Kurze Frage mit Bitte um kurze spontane Antwort. Und ja, ihr könnt ja beide einfach eure Antwort zu der Frage wild reinrufen. Sozusagen, genau, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, was war denn jeweils deine beeindruckendste Weingenusserfahrung? Also für mich war es definitiv die Reise nach Südafrika, weil wir uns da auch noch nicht so lange kannten und ich auch mit dem Wein noch nicht so vertraut war. Und da habe ich, glaube ich, so viel Wein probiert wie in meinem ganzen Leben zuvor noch nicht. Und deshalb war das definitiv mein Highlight. NRW ist eher bierlastig. Ja, genau, mehr Bier als Wein. Und deshalb war das genial. Also meine beeindruckendste Erfahrung mit Wein war, als wir uns in Geisenheim eine sehr rare Flasche Bordeaux geteilt haben. Wir waren 7 Jungs und haben uns damals eine wirklich sehr rare und teure Flasche Bordeaux leisten können, auch nur, weil das Etikett sehr kaputt war, und haben dann die natürlich ja aufgeteilt, also 7 Gläser in Reihe und Glied gestellt und ja geguckt, dass jeder nicht mehr und nicht weniger wie der andere hat, und haben dann mittags um 5, glaube ich, die Flasche aufgemacht und haben den Wein verkostet und haben danach dann gesagt, okay, das war's jetzt. Heute brauchen wir nichts mehr. Jetzt gehen wir ins Bett, weil es war so eine tolle Sache. Und es war ein 63er Jahrgang. Der Wein war noch so unglaublich frisch und so unglaublich klar und präzise. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass Wein wirklich was Faszinierendes ist, wenn es gut gemacht wird und lange reifen kann. Wahnsinnig toll. Schön. Bier NRW, da ist mir noch was eingefallen. Ja. Ihr habt oben in euren Gästezimmern in der Minibar 2 Fläschchen Bier drin stehen, da ist dein Name und dein Logo drauf. Wie kommt es dazu? Was ist das? Ja, also das Bier hat Alex mit einem bekannten Brauer zusammen entworfen. Und ich glaube, wir haben es jetzt seit 2 Jahren ungefähr auch auf der Karte im Besen, wo natürlich auch der ersten dann Besenkunden gesagt hat, jetzt gibt's hier auch ein Bier. Aber es kommt doch immer besser an und auch auf den Zimmern in der Minibar wird es gerne mal kalt getrunken und ja, es ist auch in der Größe abgefüllt, wie ein Viertel Wein, 0,25 Liter Flaschen. Und das passt einfach gut noch so ins Konzept mit rein. Ja, es ist Bamberger Bier, also fränkisches Bier. Und zwar ist es einfach damit zu tun, dass ich einen Stefan Michel von der Marsbräu in Bamberg während dem Studium kennengelernt habe und er ein sehr engagierter, sehr, ich würde sagen, schon ein bisschen verrückter Brauer ist, der ganz viele tolle Sachen gemacht hat. Ja, wir haben das Bier zusammen gebraut und er hat es dann gefüllt für mich und seitdem haben wir es eigentlich auf der Karte. Es kommt ganz gut an. Der Dozent hat gesagt, es braucht sehr viel Bier, um guten Wein zu machen, und
das hat sich dann einfach auch bewahrheitet oder das ist einfach auch so gewesen in jedem Betrieb, in jeder Station meiner Ausbildung, war für das Kellerteam im Herbst abends das Abschlussbier das Allerheiligste. Also wenn da kein Fläschle Bier oder keine Kiste Bier kalt gestanden hat, dann konnte man den Abend oder den Tag eigentlich nicht beenden. Und das war so wirklich das Wichtigste. Und dann habe ich mich darauf erinnert und habe dann gesagt, okay, wir brauchen auch ein Bier einfach. Es muss dieses Maß 0,25 Liter haben, weil wir sind im Schwabenland, wir brauchen das Viertele. Und ja, es trinken sehr viele Leute einfach ganz gerne zur Einstimmung. Vorab mal ein kleines Bier zum Erfrischen, steigen dann um zum Wein. Oder natürlich, wenn man den ganzen Abend sehr viel Wein getrunken hat, ist es auch was Abwechslungsreiches, mal ein kleines Bierchen zu trinken. Und seitdem haben wir Bier und ja, ein besonderes Bier. Ja, das ist total schön. Das sieht auch richtig schön aus, die Flasche. Also ich denke, dass das auch lecker schmeckt. Aber zum Trinken tut's ja auch gut, wenn man mal was isst. Was sind denn eure Lieblingsessen? Bei mir ist es ganz klar eine gute Pasta. Da freuen wir uns immer ganz arg drauf, wenn wir 14 Tage unseren Besen aufhaben und machen den dann sonntagabends zu. Dann wissen wir schon, dass es montagmittags Spaghetti gibt oder ein anderes Nudelgericht. Und da freuen wir uns wirklich extrem drauf. Und was natürlich auch nie fehlen darf, ist ein gutes Stück Fleisch. Am besten von den Bauern, wo man weiß, wo das Rind gestanden hat. Das gut abgehangen. Und da brauchen wir nur noch das Fleisch und ein Fläschle Rotwein, ein bisschen Pfeffer und Salz. Und mehr brauchen wir gar nicht. Das ist eigentlich schon richtig schön, richtig gut. Also das klassische schwäbische Fünf-Gänge-Menü. Ein Zwiebelroschbrat und 4 Flaschen Limp. So, genau. Ja, genau. Richtig. Julia. Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, hat Alex schon alles vorweggenommen. Meine erste Idee war die Pasta, Spaghetti Bolognese am liebsten. So wie Alex sagt, das ist immer der beste oder die beste Abwechslung nach dem Besenessen. Und dann habe ich überlegt, was sage ich dann jetzt? Okay, dann sage ich Steak. Das hat er jetzt auch schon vorweggenommen. Also es können wir immer gut miteinander essen gehen, weil es immer in die gleiche Richtung geht. Ja. Darf ich noch was einschieben? Klar. Weil Kutteln mit Bratkartoffeln. Mhm. Über allem stehen. Ja, gut, das ist jetzt das fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Das würde ich ja so verstehen. Okay. Ja, und auf der anderen Seite, auf welchen kulinarischen Luxus könntet ihr denn mühelos verzichten? Also ich könnte definitiv auf eine Gänsestopfleber verzichten. Und da freut sich dann immer Alex, wenn wir im Restaurant sind und ein Gang des Menüs ist Gänsestopfleber, dass es dann doppelt essen darf, weil es immer meine Portion bekommt. Also das wäre das, wo ich definitiv, was nicht meinen Geschmack trifft. Kulinarischen Luxus, den ich verzichten könnte, wären einfach Fischsorten, die schon an der Überfischung irgendwie fast vom Aussterben bedroht sind. Da könnte ich gut drauf verzichten. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ihr da bei all eurem Engagement in diesem Weingut und Gutsausschank auch überhaupt noch Zeit habt, mal ein bisschen Zeit persönlich zu genießen und ein bisschen zu reisen. Und jetzt interessiert mich, was ist eure Lieblingsreiseregion? Das ist natürlich schwierig. Bei Julia ist es sehr schwierig, weil sie durch ihre Ausbildung und durch ihre Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff schon fast überall war. Ich weiß gar nicht, was. Ganz. Also als Verkehrskauffrau interessiert mich natürlich unglaublich viel. Ich habe auf dem Schiff sehr viel gesehen, das stimmt, noch nicht alles. Deshalb war jetzt letztes Jahr Stand Asien auf unserem Programm, was ich auf dem Schiff nicht gesehen habe. Und das war wirklich nochmal ein besonderes Highlight. In Thailand waren wir da und das war meine Reise, die jetzt nicht unbedingt so Thematik Wein hatte, was vielleicht auch aus diesem Grund dann mal wirklich was ganz Neues war. Und das war wirklich ein toller Urlaub, tolles Erlebnis. Also meine Lieblingsreiseregion war Südafrika, muss ich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt einfach. Grundsätzlich sind es eigentlich alle Regionen, wo es Wein gibt, weil ich finde, da auch einfach der Genuss ein ganz anderer ist. Ja, letztes Jahr haben wir dann Thailand bereist. Seitdem, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr begeistert von Thailand. Auch was das Kulinarische anbelangt. Weil die da eigentlich auch ganz, ganz gut dabei sind, ganz tolle Sachen machen, man ganz gut essen kann. Bloß der Wein fehlt ein bisschen ab und zu. Stichwort sinnlose Verschwendung.
Ihr seid ja nun auch gastronomisch tätig. Woran denkt ihr bei diesem Stichwort im Bereich Essen und Trinken? Avocado. Ich habe letztens einen Bericht gelesen und das fand ich dann schon sehr denkwürdig, dass man für ein Kilo Avocado 1000 Liter Wasser braucht. Und da habe ich dann gedacht, hoppla, okay, auf eine Avocado könnte ich eigentlich auch ganz gut verzichten. Mhm. Das ist so diese Verschwendung Nummer 1, glaube ich. Verschwendung Nummer 2, einfach der grundsätzliche Wahn, den wir haben, viele Lebensmittel wegzuwerfen. Also ich nehme uns da nicht aus. Diese Mindesthaltbarkeitsdaten, die auf vielen Produkten drauf sind, dadurch wird vieles weggeworfen. Und ja, ich finde es einfach schade. Wenn man in den Supermarkt geht und sieht, man hat 15 verschiedene Joghurts, 15 verschiedene Erdbeerjoghurt, da würden 2 reichen. Und was da einfach täglich an Lebensmitteln weggeworfen wird bei uns, das ist schon immer sehr fragwürdig. Ja, ich finde es auch vollkommen legitim, wenn man im Supermarkt abends geht und es ist einfach nicht mehr alles frisch dort. Also es kann da ruhig mal etwas ausgehen oder auch in der Bäckerei kann ruhig mal eine Brotsorte aus sein. Oder auch bei uns im Besen, wir haben ja immer nur im 2-Wochen-Rhythmus geöffnet. Dann ist auch am Sonntagabend das ein oder andere Gericht mal ausverkauft. Aber das ist dann auch das, wo wir froh drum sind, dass wir einfach sagen können, okay, wir müssen da nichts wegschmeißen und haben unsere ganzen Zutaten dafür verbraucht und das Gericht ausverkauft. Ja, und was ist denn für euch die schlimmste Modeerscheinung in der Weinwelt? Alkoholfreier Wein. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ja. Alkoholfreier Wein mit Abstand, weil das braucht keiner. Dann kann man einen Traubensaft trinken oder ein Wasser. Ja, einfach, wenn ich einen Wein trinken will, dann trinke ich einen Wein mit allen Konsequenzen. Das heißt, ich nehme Alkohol zu mir, darf nicht mehr fahren, habe am nächsten Morgen vielleicht, wenn es dumm läuft, ein bisschen den Kopf. Oder ich trinke halt einfach was anderes. Ja, und du sagst ja auch gerade, dass das der Geschmacksträger im Wein ist und den braucht einfach der Wein. Und genau, ja. Alles andere ist künstlich, das stimmt. Genau. Ja, gibt's eine Rebsorte, die zu Unrecht vergessen ist? Und wenn ja, welche ist das für dich? Muss ich mal kurz überlegen, aber mir fällt eigentlich schon eine Rebsorte ein. Müller-Thurgau. Ich finde es eine wahnsinnig spannende Rebsorte, vorausgesetzt der Winzer weiß damit umzugehen. Es gibt viele tolle Müller-Thurgau mittlerweile zu trinken, auch wenn man in die Schweiz geht. Dort heißt sie nicht Müller-Thurgau, die nennen es, glaube ich, Riesling mal Silvaner. Aber ganz spannende Rebsorte und man kann wirklich schöne, leichte, süffige trinken, also nicht süffig im Sinne von süß, sondern trinkig, also wirklich mit Trinkfreude Weißweine produzieren, die einfach sehr gut zu trinken sind und Spaß machen. Deshalb finde ich leider vergessen, ja. Dein nächstes Projekt für deine Weinberge? Mein nächstes Projekt für meine Weinberge wird Chardonnay werden. Weil also das kein Müller-Thurgau. Kein Müller-Thurgau, nee, das Chardonnay ist so mein nächstes Projekt. Das möchte ich noch unbedingt pflanzen und habe da einfach schon ein paar Ideen, wie man es ausbauen kann. Neben Müller-Thurgau, das bleibt bei uns im Betrieb leider vergessen. Es trinkt man dann von den Kollegen, die es gut können. Schön. Ja, gibt's doch irgendeinen letzten Tipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst? Wie kann man zu dir kommen? Wir haben auch Websites, ja, oder eine zumindest. Wir haben auch eine Adresse, wir haben auch einen Veranstaltungskalender. Man kann uns grundsätzlich eigentlich das ganze Jahr besuchen. Fühlt euch frei, bei uns vorbeizukommen. Wenn wir die Besenwirtschaft geöffnet haben, natürlich umso schöner, dann könnt ihr auch was Gutes essen. Alle Weine während der Zeit auch offen probieren. Ansonsten würden wir uns trotzdem freuen, euch auch so, wenn die Besenwirtschaft nicht geöffnet hat, zu begrüßen. Letzten Tipp von mir. Ich weiß nicht, was man da, also ich glaube, mit 27 kann man jetzt noch nicht so wirklich große Tipps auf die Welt geben. Aber was ich einfach sagen würde, ist, gebt den deutschen Weinen eine Chance, weil wir jungen Winzer, glaube ich, auch echt viel dafür tun, dass es ganz gut ist. Den Eindruck haben wir nach all den Weinen, die wir heute hier bei euch durchprobiert haben. Das hat uns ausgezeichnet geschmeckt. Ja, also man kann die Ambition wirklich im Glas riechen, sehen und vor allem auch schmecken. Ich glaube, seid auf einem sehr guten Weg dabei. Das ist auch das Spannende an eurem Projekt, was ihr
gemeinsam macht. Und wie wir ja schon an der Speisenwahl bis auf die Vorspeise vielleicht gesehen haben, harmoniert das wunderbar. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit euch. Ich glaube, das ist eine richtig spannende Sache und auch sehr, wie gesagt, überraschend hier. Aus unserer Erfahrung heraus zumindest. Und ja, dann können wir euch eigentlich nur noch, anders als Paul Grote seinem Protagonisten, ganz viele Burgunder noch wünschen und viel Erfolg weiterhin. Macht's gut damit. Wir haben zu danken für das tolle Gespräch. Ja, es hat uns sehr gefreut, dass ihr bei uns hier zu Besuch wart. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Zuhörer auch uns mal besuchen kommen. Genau. Danke. Danke euch. Danke. Dann macht's gut. Das war schön. Also, und dir wünschen wir nach diesem tollen Interview, nach dem tollen Gespräch mit hoffentlich vielen neuen Anregungen zu für dich vielleicht unbekannten Weinen und Speisenempfehlungen, wie immer an dieser Stelle, ganz viel Spaß beim Genießen und Sammeln neuer Eindrücke. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen. Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir. Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja, wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss. Deine Feinschmecker-Guides Bettina und Burkhard.